Also hier habe ich zwei Sachen zusammengebracht, die ich ganz toll finde. Das eine habe ich schon mal gemacht, nämlich Bärlauch, Butter und Bärlauchpesto, aber kombiniert mit pochierten Eiern. Und die habe ich vorher noch nie gemacht. Ich wollte es unbedingt tun und ich finde, es sieht sehr gut aus. Und wir haben schon eine Probe gemacht. Es schmeckt auch absolut toll. Bärlauch ist ja jetzt im Moment die Sache, frisch gepflückt im Wald. Massenweise da. Da habe ich jetzt zuerst mal so ein Pesto gemacht. Also einfach püriert mit Öl. Das kann man dann aufheben. Und dann kann man das jetzt in den nächsten Tagen gut verbrauchen für Suppen, Soßen, irgendwelche Dips und so. Also ganz viel kann man damit machen. Daraus wiederum zum Beispiel auch eine Bärlauchbutter. Da kommt das dann rein mit Butter und verschiedenen Gewürzen. Und die habe ich auf ein Brot geschmiert. Und dann ein bisschen Bärlauch noch drauf und dann diese pochierten Eier. Wobei ich zugeben muss, es mit den pochierten Eiern sieht bei den Leuten, die es können, sehr leicht aus. Ich habe es noch nie gemacht. Und das ist mein erster Versuch. So sah das dann aus. Aber ich habe nicht aufgegeben. Und das jetzt auf dem Brot ist, ist der dritte und vierte. Und dafür bin ich eigentlich sehr zufrieden. So, und jetzt probiere ich. Ich habe die Eier nicht so lange gekocht, so ungefähr 3 Minuten. Sie sollten nämlich noch ziemlich flüssig sein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie so geworden sind.
Sehr gut. Gelungen. Bin ganz happy.